Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims Lebensgeschichten. beziehungsweise nicht Lebensgeschichten, sondern Tiergeschichten. Und wir spielen die Geschichte von der Alice Weiss mit ihrem Dalmatiner Sam Weiss. Und wir, also nicht wir, sondern Alice hat Schulden. Wegen dem Haus und so. Und da war auch schon eine gewisse Dame Dings, die halt ihr Schildchen hier vorne reingesteckt hat. Und ja, der Alice ist so in der Zeitung halt so ein Artikel aufgefallen, wo man halt an der Tiershow mitmachen kann. Und ich glaube, das Preisgeld liegt bei 50.000 oder so. Ich habe echt keinen Plan mehr. Vielleicht soll ich mir etwas Zeit für mich gönnen. Hobbys nachgehen und Dinge tun, die mir Spaß machen. Ja, genau. Auf jeden Fall haben wir von unserer besten Freundin Fiona diese Rampe hier bekommen. Und wir haben auch sehr fleißig schon mit Sam da geübt. Und ja, jetzt nehmen wir uns ein bisschen Zeit für uns selber. Räumen hier vielleicht den Saustall auf, den hier die Miss Alice hinterlassen hat. Weil die fängt ja immer neue Dinge an. Was ist jetzt los? Ich habe gesagt, wir machen vielleicht erstmal den Haushalt. Ah. Ja, darauf habe ich schon gewartet, dass der mir meine Möbel wieder dingst. So, bitte alles schön auf. Der rafft aber auch gar nichts, der Köter. Von mir aus, mach ruhig, was du willst. Dann haben wir halt irgendwann keine Möbel mehr. Ist mir jetzt scheißegal. Der Hund lernt sowieso nicht. Der ist einfach zu blöd. Er ist ja auch schlampig, also... Warte mal, wo ist denn das Dings? Ja, genau. Respektvoll. Mhm. Hat das zwar eigentlich so gut wie im Griff, aber pff, ja, er kackt halt drauf, ne? Aber ist mir jetzt eigentlich auch wurscht, dann ist das halt mit ihm so. Vielleicht wird das ja im Laufe der Geschichte auch anders, ne? Also halt nicht mehr dann so. Wie kann das denn sein, dass du jetzt schon wieder Hunger hast? Dann trink mal ein bisschen Saft. So, und dann kannst du schlafen gehen. Und dann werden wir uns mal um dein Hobby kümmern. Damit du mehr Spaß kriegst. Ich denke mal, da können wir auch ein bisschen noch malen. Das sollte eigentlich deinen Spaß auffüllen. Weil wir wollen ja irgendwann auch in der Geschichte weiterkommen. Heißt, wir müssen das Ziel auch erreichen, ne? So, Madame, guten Morgen. Bitte umziehen, Bett machen. Von mir aus kannst du dich ein bisschen hier aufbrezeln. Einfach damit du dich ein bisschen frisch gemacht hast. Kannst du dir noch die Hände waschen? Schade, man kann hier gar keine Zähne putzen. Dann kriegt er hier auch mal sein Futter wieder aufgefüllt. Dann können wir ihn loben für Möbel nicht ankauen. Und dann wird er ja sowieso wieder zur Bank gehen. Ich glaube, der hat auch was gegen die. Geschmäcker sind ja auch unterschiedlich und wenn er das nicht mag. Man sollte aber trotzdem die Sachen von anderen respektieren, ja. So, kannst du verkaufen. Anstatt, dass wir uns hier vielleicht um die Malfähigkeit kümmern und so unser Geld verdienen oder halt einen Job suchen. Nein, darauf kommen wir nicht. Wir müssen den Hund anschaffen gehen, wenn ich das so sagen darf. Schicken meine ich. So, ich hoffe, das macht dir Spaß genug.
bevor er gleich wieder irgendwas ankaut, würde ich den gerne nochmal loben dafür. Und dann kannst du hier noch ein bisschen weitermalen. Ja, der hat schon wieder an der Hundedate. Kapitel 3. Oh Sam, nicht schon wieder. Jetzt muss ich dich wieder ausschimpfen. Wir schimpfen den doch die ganze Zeit schon aus. Ja, aber sie ignoriert das einfach. Könntest du jetzt aufhören, dein behindertes Bild zu malen und den Sam hier mal ausschimpfen? Du bleibst hier, mein Freund. Bin noch nicht fertig mit dir. So. Wenn wir doch mal den Kram erledigt. Sollen wir vielleicht noch mal ein bisschen trainieren? Na super, was könnte sonst noch schief gehen heute? Die Spüle ist kaputt. Da werde ich wohl einen Klempner. Wie wäre es, wenn du selber Hand anlegst, Madame? Ah, die. Also. Ich glaube, es geht los. Warum müssen wir denn dafür Geld ausgeben? Ich meine, ich kenne mich auch nicht mit Reparieren aus. Handwerker. Der kommt auch eh am nächsten Teil. Da ist ja alles überschwemmt. Ja, alle Klempner sind unterwegs. Hätte mich auch nicht gewundert. Ah, das ist mein Freund Thomas. Ich werde ihn mal begrüßen. Vielleicht kann er mir helfen. Oh ja, mit Sicherheit. Hallo, Thomas. Du stehst mitten in der Tür. Ich kann dich gar nicht begrüßen. Ich? Ja, ich bin ein ganz geschickter Handwerker. Wo ist denn die kaputte Spüle? Ja, folg einfach der Wasserspur. Da wirst du es dann finden. Außerdem, warum kann die Scheiße nicht... Ja, danke. Gut. Sie hat's begriffen. So, guck mal. Müssen wir nur mal die Pfütze... Du hast die Spüle repariert. Vielen, vielen Dank. Sobald ich die Küche sauber gemacht habe, können wir rausgehen und mit den Hunden spielen. Guck mal, das Essen ist auf dem Tisch. Lass den das mal auffischen. Der ist da schön dabei. Ah! Nein, 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 nein! Oh, super. Ah, okay, gut, schön. Die Küche ist sauber. Dann können wir ja jetzt spielen gehen. Nee, können wir noch nicht, weil ich erst baden gehe. Er kann sich ja mal mit denen beschäftigen. Mit Layla. So, dann werden wir die doch gleich mal loben, weil sie unsere Möbel in Ruhe lässt. Oder auch... Moment mal. Wohin? Ja. Kann ich nicht den Hund haben? Der ist viel gehorsamer, glaube ich. Oder auch nicht. Wenn du mit Layla spielen möchtest, ach so. Nee, dafür wird nicht... So, dann lass uns mal spielen. Weil das ist ja unsere Mission. Oh Mann. Könntet ihr jetzt bitte Stöckchen werfen? Danke. Nein. Wir haben, sie hat immer Hunger. Ich weiß auch nicht. Bitte warten. Stimmt, kriegen wir jetzt noch ein Geschenk, oder? Hoppala. Du hast ein gutes Händchen mit Hunden. Oh, fast hätte ich es vergessen. Ich habe dir dieses neumodische Hundetrainingsgerät für dich. Vielleicht kannst du es brauchen, wenn du mit Sam
für das Dingsbums. Ich soll jetzt besser gehen. Ich muss arbeiten. Tschüss, Alice, und danke für das tolle Hundedate. Zuerst suche ich einen geeigneten Platz für den Taumeltaps-Trainer und werde dann sofort mit Sam trainieren. Dann stellen wir natürlich auch hier direkt auf. Ich dachte, du müsstest arbeiten. Dann geh auch gefälligst. Ja, hast du fein gemacht. Üben wir direkt gleich nochmal. Als wäre das immer alles im Dunkeln. Trainieren. Aber wir müssen ja alle Bedingungen durchgehen, ne? Ja, wir müssen hier noch ein bisschen üben, mein Schatz. Was ist denn los? Ja, siehst du mal. Haben wir doch hingekriegt, Mann. Na wenigstens hat Sam heute nicht alles kaputt gemacht. Die Spüle hat sich ganz von selber aufgegeben. Aber Thomas war so nett, vorbeizukommen und ein paar Dinge für mich zu reparieren. Er hat auch seine Hündin Laila mitgebracht. So konnte Sam wenigstens ein paar Kalorien abtrainieren. Sag mal, willst du jetzt deinem Hund unterstellen, dass er fett ist? Also ganz ehrlich. Naja, so Zeit für ins Bett. Morgen ist schließlich auch noch ein Tag. Ja, und hier haben wir sehr schöne Bilder. Glückwunsch, du hast die Story Mitternachtsmaskenball freigeschaltet, die dir nun im Hauptmenü zur Verfügung steht. Begleite Stefan Lommel auf seinem Lebensweg, aber vergiss nicht, dass auch Alice noch deine Hilfe braucht. Ja, ich kümmere mich immer um alles. Ne? Jetzt müssen wir erstmal die Spüle sauber machen. Die Theke ist hier wieder voll verdreckt. Und den Müll muss ich auch noch rausbringen. Also, ich habe einiges noch zu tun. Und jetzt gehen wir erstmal schlafen. Und frühstücken kann sie ja immer noch wieder am nächsten Tag. Irgendwann existiert diese Bank nicht mehr. Und das Sofa wahrscheinlich auch nicht. Und ich denke mal, die Couch wird auch nicht mehr lange halten. Also er hat hier noch einiges, was er klein machen muss. So, ich bin mal gespannt. Dann steh mal am besten mal auf. Dann kannst du hier den Napf auffüllen. Hier das hier solltest du eigentlich aufräumen. Dass sie immer alle stehen und liegen lässt, die Frau. Diesmal machst du dir mal einen haufenweise Pfannkuchen und nicht nur einen. Kannst du gleich mal. Hier, guck mal, die ist immer noch nicht aufgefüllt mit dem Hunger. So, bitte. Also ich schade finde, dass man hier tatsächlich nicht die Reste dann wegstellen kann. Kann ich ihr nicht trotzdem einen Job geben? Nee, kein Flugzeug basteln. Recyceln, recyceln und Job suchen. Am besten gehe ich heute ins Einkaufszentrum und besorge mir ein Magazin über Hundetraining. Kapitel 4, ein ganz normaler Tag. Ich muss ein Taxi rufen, um ins Einkaufszentrum zu kommen. Ja. Aber wir müssen ja schließlich auch noch Geld verdienen, ne? Damit du dir überhaupt was leisten kannst. Gastronomie, Tellerwäscherin. 126 Simoleons pro Tag. Militär, genau. Das nimmst du. Müssen wir da was für deinen Körper tun, wahrscheinlich zwischendurch. So. Dann hör mal am besten auf. Ich muss dein Telefon suchen. Hat sie ein Handy? Tatsächlich. Irgendwo ist hier bestimmt auch ein Telefon, oder?
Nehmen wir den Sam jetzt mit? Ach, mache ich einfach. Will ja nicht, dass der dann irgendwie, weiß nicht. Bis der Einkaufscenter. Ich denke mal, das wird das sein, oder? Wo wir hin sollen. Wollen. Sei schön brav, Sam. Ich bin gleich zurück. Okay, er kommt nicht mit. Okay. Aber das letzte Mal konnte sie ihn nicht alleine zu Hause lassen, ne? Was ist denn diesmal anders? Irgendwas war da doch, oder? Ich meine, gut, wegen der Anmeldung ist ja klar, dass sie den dann mitbringt. Aber waren wir nicht schon mal unterwegs? Könnte natürlich auch sein, dass ich das jetzt. Ja. Nee, ich glaube, wir waren noch gar nicht irgendwo. Was ist jetzt schon wieder? Oh, das steht wohl auch zum Verkauf oder das hat sie gekauft. Mann, jetzt übertreib mal nicht. Ja, wir wissen, dass du die Frau hast. Aber wart's mal ab. Vielleicht kriegt die noch auch ihr Fett weg. Also, damit werde ich wohl leben müssen. Auf jeden Fall muss ich ein gutes Hundetraining-Magazin für Sam besorgen. Ja, der darf sich dann die Kacke auch selber durchlesen, ne? Sollen wir nicht hier auch ein paar Lebensmittel kaufen? Jetzt, wo wir hier so da sind. Ich dachte, wir sollten nach Magazinen gucken. Ach so, hier sind ja auch Spiele nur. Da ist doch. Karen Palm, Ivan Wolf, Pedro Caster. So, dann gucken wir mal, der Hund von heute. Ich denke mal, das wird das Magazin sein, oder? Ja. Der Hund von heute. So, ich möchte gerne das hier kaufen. Super, ich habe ein Magazin gefunden, in dem genau die Informationen stehen, die ich suche. Kann man das auch hier irgendwie lesen? Nee, ne? Schade. Kann ich dir einen Witz erzählen, liebe Karin? Oh. Oh, Alice, hallo. Ja, was für ein Zufall. Kann ich dir einen Witz erzählen? Thomas, hi, was machst du denn hier? Ich habe dir einen Palsana untergejubelt. Ich brauche ein paar Bücher und noch ein paar andere Sachen. Ich wollte dich später anrufen. Ich musste ein paar Dinge erledigen. Bist du hungrig? Ich habe noch nichts gegessen und verhungere fast. Lüg doch nicht. Ja, ich könnte auch was vertragen. Ja, genau. Aber hier gibt's doch kein Restaurant. Nicht wegscheuchen. Ah, das ist immer noch dieselbe Unterhaltung. Dann lass uns doch zum Imbiss Simoleon gehen. Das Essen dort soll wunderbar sein. Und außerdem gehört das nicht Diana. Dingsbums. Gut. Und wie? Ich soll, wenn du zu einem anderen Grundstück fahren, klicke auf das Telefon und werde Taxi rufen. Ja, und woher will der wissen? Ja gut, der kommt bestimmt automatisch mit, ne? Was willst du? Der Harry Becker. Haben wir den nicht schon mal getroffen? Sehr komisch, dass der hier immer rumschleicht. Hallo, wohin läufst du denn? Was ist denn mit dem los? Der blöd? Und jetzt muss er eh nochmal aufstehen. Kommst du jetzt mal herbei, Junge? Boah, der hat aber einen. Der ist ja fast am Schli am, am, am Fliegen. Ich bin ja begeistert. Auf jeden Fall finde ich es gut, dass sie jetzt auch einen Job hat.
Und damit verdienst du ja auch schon mal Geld. So, an den Tisch führen lassen. Nehme ich mal an, dass das dann so geplant ist. Das war eine gute Idee. Ich liebe diesen Ort, Alice. Aha. Also ich bin mal gespannt, welchen Tisch wir kriegen. Bist du blöd? Du kannst dich doch einfach hier hinsetzen. Aber sie hat es tatsächlich geschafft, mit Thomas zum Mittagessen. Empfangspult und WLAN-Tisch führen lassen. Sobald der Kellner kommt, klicke auf ihn und wähle für alle bestellen. Ist das dann egal? Für alle bestellen? Brathähnchen. Natürlich dürfen wir das dann wieder bezahlen. Aber nun gut. Ich mache hier an der Stelle wieder einen Cut. Und wir sehen uns wie immer in einer neuen Folge. Und bis dahin, bleibt gesund und habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.